Ei, gute Wie zu Heldragon LP. Ja, ich begrüße euch zur vierten Ausgabe von Silverback Attack. Und ja, das machen wir heute einfach noch. Ich bin heute jetzt ein bisschen bedient. Den ganzen Tag ist bei mir der PlayStation Network down und ich wollte für euch ja heute noch was aufnehmen. Ist mir zwar geglückt, aber fragt nicht. Kostet mich den letzten Nerv. Und dann hatte ich noch privat hier so ein kleines Problemchen gehabt mit meinem Fernseher. Da ging auf einmal nichts. Jetzt musste ich die Schüssel neu ausrichten und ach, halt oft zum Glück gibt es heutzutage Apps, die sowas können. Nur mal am Rande, falls ihr ein Problem habt. Aber so, jetzt geht's weiter. Ich mache jetzt schnell noch dieses Video. Wir werden noch zwei Packs ziehen. Dann werde ich mich jetzt ganz gemütlich, obwohl ja heute Sonntag ist und ich nicht gearbeitet habe, ganz gemütlich auf die Couch legen und ja, den Tag einfach vergessen heute. Und ja, wir rechnen heute einfach mal gemeinsam und nur komm her. Wo seid ihr? Da sind wir. Und ja, schau einfach mal. Diesen Krichting hatte ich für 200 verkauft. Der war überraschenderweise sehr, sehr schnell weg. Ja, wohl noch ein paar 200 da drauf waren. Ich weiß nicht warum, sondern immer meinen nehmen. Ist mir auch egal. 250, 300, 300, 300, 300, 300, 1300. Ist er weggegangen? 300, 900. Und 150, ich glaube, das war's dann auch. Ah, nee, dann kommt da noch 150 und 200. So, das Ganze dann mal 0,95 wie gehabt. Das runden wir auf, sonst wird es zu kompliziert. 4703. Und das bedeutet, wir sind jetzt vom Umsatz theoretisch gesehen her. Sind wir schon im Plus? Ja, das ist hier die Übersicht vom Endstand von Silverpack Attack Folge 3. Da hatten wir eine Differenz von minus 4380. Habe ich jetzt quasi dann schon wieder rausgeholt. Ja, also ihr seht, es definitiv es funktioniert. Und ja, 4703, das lassen wir mal hier. Lassen wir mal drauf. Machen wir das jetzt hier mal groß. Das sieht auch eh viel besser aus. Ich finde es schade, dass man da nicht auf dem Transfermarkt so suchen kann. Und ja, einfach heute Tag für mich definitiv zu vergessen. Und jetzt einfach noch das Video für euch jetzt noch hochladen. Gucken über Nacht eventuell das andere Video, was ich jetzt heute aufgenommen hatte. Und dann irgendwie die nächste Woche reinstarten. War nicht mein Wochenende. So, jetzt ist hier bereinigt. Wir machen einfach mal zwei. Und hoffen, vielleicht ist ja mal was Gutes dabei. Wäre mal schön. Sei denn, hier hängt natürlich auch alles. Das ist dann so ähnlich wie drüben bei der PlayStation. Nö, ich will heute nicht mehr, ganz ehrlich. So, jetzt geht's doch weiter. Eieieiei, Frison. Frison? Das klingt französisch. Zumindest spreche ich so aus. Dabei ist es ein Italiener. Gut, aber hier sind wir dann auch wieder. Alle Attribute waren, oh Gott, 600, glaube ich. Das wieder für 1300, 1600. Sagen wir mal 2,2, nur die 2,9, 3,1. Also, wir kommen ja auch wieder, denke ich, mit einem Plus raus. Hier noch ein Türke, da noch ein Südkoreaner. Der Frison, der hat eigentlich gar nicht so schlechte Werte, finde ich jetzt persönlich. 79 Reflexe. Da lohnt es sich dann doch mal reinzugucken. Alberto Frison. Der Friesen. Was weiß ich. 3,50, 4. Ja, machen wir auch für 4. Passt doch. So, für 4. Süßen. Das müsst ihr jetzt leider euch mit angucken, weil ansonsten kann ich ja kein neues Päckchen ziehen. Ich denke mal, die anderen beiden werden für 200 oder irgend sowas gehen. Ja, hier 200 haben wir da schon gesehen. Sind wir auch einfach froh, wenn er weggeht. Und bei dem werde ich jetzt nicht nachgucken, weil das wird definitiv nicht mehr wie 200 Coins sein. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt ist. Das interessiert mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr. 150 drauf. Alter Schwede. In der heutigen Zeit. So viele Internetprobleme, das ist für mich immer wieder
sehr faszinierend. Jetzt stelle ich die auch mit, als habe ich die mit dem falschen Preis drauf. Ich habe die mit dem falschen Preis draufgestellt. Habt ihr das gemerkt? Sensationell. Ich mache heute nichts mehr. Hier sehe ich übrigens, wir haben ein Bein. Das war für 1400. Also auf jeden Fall korrekt. 250, 300. Das Problem wieder mit 1300 loszuwerden. Also allein durch das Bein und die Dings haben wir ja schon fast wieder. Hier auf 1,1 sind wir fast schon wieder draußen. Jetzt habe ich die einander falsch drauf gemacht. Na gut, macht jetzt nichts. Die werfe ich einfach auf die Transferliste, weil da will ich schon mal nachgucken, ob sich was im Preis geändert hat. Und dann das letzte Pack. Und dann ist für mich halt auch Feierabend, Schicht, Ende aus. Mickey Mouse, 1,74er schon mal geratet. Jorge Molin, naja, gut. Ein 50er Stürmer, ein 74er Stürmer mit 50 Tempo, das wird auch nicht viel bringen, der FSV Frankfurt. Taylor war denn nicht mal ein Ra-Spieler? Ein Ra-Spieler, Bronze so. Weiß ich nicht. Knie auf jeden Fall, das ist nicht ganz so teuer, aber trotzdem gut genug. Gucken wir gemeinsam nach diesem Jorge Molina. Aber ich gehe von aus, dass der nichts wert sein wird. Und Molina. Und googeln wir mal zusammen. Ja, das war mir fast klar. Es zählt ja nur the Pace. The Pace muss stimmen. In diesem Dreckspiel. Alles andere ist egal, aber da werden wir hingehen und werden ihn für 450 versuchen zu verkaufen. Und den Rest mache ich dann wieder alleine. Ja, tut mir ein bisschen leid, ihr werdet aber, also tut mir leid, dass ich so ein bisschen schlecht gelaunt bin, aber ihr werdet das verstehen, wenn ihr das andere Video gesehen habt, um das vorne wegzunehmen. Aber ich möchte halt weiterhin am Ball bleiben und für euch die Videos hochladen. Ihr seht, es macht Sinn, das auch für euch privat mal zu machen, denn man kommt eigentlich plus minus null immer raus und irgendwann ist halt der Kracher dabei, der einen dann eventuell auch mal 50 bis 100.000 Coins bringt. Oder vielleicht sogar noch mehr, man weiß es ja nicht, was für Informspieler gerade draußen sind. Und ja, dann bleibt mir mal wie immer nicht mehr zu sagen, wie macht's gut und ciao.